Yes, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall. Heute mit Mia Page, zu der ich einige Worte im Einstieg sagen möchte. Sie wurde in einer religiösen Glaubensgemeinschaft großgezogen und klein gehalten. Sie hatte eine unterdrückte Kindheit dadurch. Sie hatte keine Chance auf gute Bildung und hat sogar Gewalterfahrung in der Ehe durchstehen müssen. Mit Mitte 20 hat sie dann mit ihrem alten Leben abgebrochen quasi und nochmal ganz von vorne angefangen. Sie hat dann ihr Talent für das Lesen von Menschen, Kommunikation und das damit verbundene Potenzial entdeckt. Und ja, ab diesem Zeitpunkt, ab diesem Moment ging es für sie buchstäblich ja den Weg von der Tellerwäscherin hin zur Millionärin. Und ja, heute gibt sie ihr Wissen weiter als Autorin, Speakerin und Content Creator. Und wurde auch 2022 und 2023 zum besten Mindset Coach gekürt. Und ich möchte mit ihr heute mal über das Mindset des Erfolges sprechen und sage erstmal jetzt herzlich willkommen mir. Danke dir und danke für die Einladung. Ich freue mich sehr. Mia, du hattest, wie ich gerade so in meiner Einleitung kurz mal geschildert habe, das habe ich im Übrigen aus deinem neuen Buch entdeckt, aus der Beschreibung, im Grunde nicht die besten Ausgangsbedingungen, um es mal vielleicht milde zu formulieren. Wie hast du es damals geschafft, dich aus dieser Situation zu befreien? Was war vielleicht auch der Punkt, an dem du gesagt hast, so, jetzt ist Schluss, jetzt lasse ich das nicht mehr mit mir machen? Damit du ein Gefühl dafür hast, ich war in einer Welt, in der alle anderen Menschen dir sagen, wie du sein musst, was du tun musst und was richtig ist. Und vor allem wird dir gesagt, dass das, was du bist, als Person falsch ist und du stattdessen dich eher darauf konzentrieren sollst, was andere Menschen von dir denken. Dieser Part dieser Glaubensgemeinschaft, in der ich drin war, war hauptsächlich zu sagen, die Meinung von anderen über dich ist wichtiger als du selbst. Und wieso? Weil du dadurch leichter kontrollierbar bist. Jetzt muss ich da ja irgendwie rauskommen. Und es ist super schwer rauszukommen, wenn du von klein auf dir beigebracht wirst, die Meinung von irgendeiner Tante ist viel wichtiger als deine eigene. Wie bin ich jetzt da rausgekommen? Ich habe es mitgemacht, okay? Ich habe es 24 Jahre lang versucht, dass die Meinung von anderen wichtiger ist als ich. Ich kann dir sagen und allen, die zuhören, das funktioniert nicht so gut. Und die eine Sache, die mich am meisten davon weggebracht hat, ist, dass es mich angekotzt hat. Weißt du, wir haben so Sachen, die wir im Leben ändern wollen. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, aber solange du dir einredest, ja, das passt schon und das geht schon und ach, ich halte das noch aus, änderst du einen Scheiß. Aber dadurch, dass ich gesagt habe, mich kotzt das, das muss ich so richtig von innen, musste mich das so ankotzen, die Meinung von anderen, allein die Gesichter zu sehen von denen, das hat mich alles so sehr angekotzt und erst dann habe ich mich getraut, den Schritt zu machen, weil ich dachte mir, egal was da draußen ist, ich nehme lieber das, als da, wo ich jetzt gerade bin. Und dann war es ja sicherlich erstmal super schwierig, weil du hast dich ja von deinem gesamten Umfeld, auch wenn es schlecht war, dieses Umfeld sozusagen abgekapselt. Wie ging es dann weiter? Ja, weißt du, das Harte ist, das ist, man kann sich jetzt nicht so vorstellen, dass ich dort war und dann 24 Stunden lang verprügelt wurde. Nein, das waren beste Freundinnen. Es war Familie dort. Es sind Menschen, die ich geliebt habe, die mir geholfen haben, laufen zu lernen, als ich klein war. Menschen, die wirklich Teil deiner selbst geworden sind. Und der Preis, dass du rausgehst aus dieser Gemeinschaft, ist, dass diese Menschen nicht mehr mit dir reden dürfen. Und ich wusste, wenn ich jetzt etwas tue für mich, also zum ersten Mal sage, Leute, ich verschwinde hier, ich mache mein Ding, werde ich all diese Menschen, die mir nahe standen, für den Rest meines Lebens verlieren. Und das habe ich bis heute, habe ich sie alle verloren. Es ist extrem hart gewesen. Und ich weiß, mit Sicherheit haben das schon einige erlebt, dass wenn du einen Schritt weiter gehst oder eine neue Richtung, du Menschen verlierst. Ich habe in diesem Moment alles verloren und stand buchstäblich auf der Straße und hatte absolut niemanden mehr, der mich unterstützt oder für mich da ist von den Menschen, die ich vorher jeden Tag gesehen habe. Und wie hast du dann von null angefangen? Teller gewaschen. Du hast es am Anfang gesagt. Ich stand dann da. Ich war ja erstmal wirklich, ich hatte nur die Sachen, die ich anhatte, nichts anderes und panische Angst.
Du hast ja Angst, wenn du rausgehst aus so einer Gemeinschaft, weil du kennst die Welt nicht. Und im Gegensatz dazu, mir wurde mein ganzes Leben lang erzählt, dass alle Menschen, die draußen sind, böse sind und mich irgendwann mal umbringen oder schlagen oder verfolgen werden. Das heißt, ich gehe da raus, weg von all den Menschen, die ich jemals kannte, hin in einer Welt, wo mir mein ganzes Leben lang eingetrichtert, mein Gehirn gewaschen wurde, dass alle da draußen versuchen, mich irgendwann mal umzubringen oder mich hassen oder böse sind. Das Erste, was ich natürlich hatte, war super viel Angst. Aber ich habe es mit Angst gemacht, weil ich wusste, ich nehme lieber mal diese ganzen Haufen bösen Menschen, als die, in denen ich da drin bin. Und mein erster Schritt war, ich musste irgendwo einfach nur Geld herkriegen. Was habe ich gemacht? Das Einfachste gemacht, was möglich ist. Ich habe Teller gewaschen in einer Unimensa und Essen an Studenten verteilt. Das war so mein Anfang. Und ich war super glücklich, weil ich zum ersten Mal etwas tun konnte, nur für mich allein. Niemand hat mir gesagt, was ich tun soll. Und dann hattest du so einen Aha-Moment, dass du gesehen hast, die Menschen da draußen sind doch nicht so schlimm. Ja, Überraschung, die sind gar nicht so schlimm und versuchen mir irgendwas Böses. Im Gegenteil, ich habe da draußen wundervolle, selbstlose Menschen kennengelernt, die ich so vorher gar nicht kannte. Weil vorher warst du nur etwas wert, wenn du dich an die Regeln gehalten hast. Jetzt bin ich raus in die Welt und plötzlich war ich einfach was wert. Und das kannte ich so gar nicht. Ich musste meinen Wert mein ganzes Leben lang beweisen und plötzlich hat es jemand einfach angenommen. Und ich habe gesehen, wie wundervoll die Menschen sind und wie viele Talente und Möglichkeiten und Chancen diese Menschen ihr ganzes Leben hatten und ich nicht. Und dann habe ich gesehen, wie sie diese Chancen einfach nicht genutzt haben. Was waren da so prägende Beispiele, die du gesehen hast, oder wo wurde dir das so bewusst? Für mich ist das Unglaublichste, weißt du, ich bin aufgewachsen, bin mit dem Gedanken oder Glaubenssatz, dass eine Frau nicht unbedingt Ausbildung braucht oder Schule oder gute Noten. Mein Wert wurde daran gemessen, wie sauber meine Vorhänge sind. Und dann habe ich andere Frauen gesehen, die von ihrer Familie unterstützt werden. Die Studentinnen, die dort sind, die in Kreisen zusammensitzen und sich gegenseitig helfen. Und allein die Tatsache, dass man sich mit einem Thema beschäftigt, mit anderen Menschen und Professoren oder in einem Business, war für mich unglaublich. Und ich habe mich gefragt, wie kann man das nicht einfach sein ganzes Leben machen, weil es ist so schön, Wissen anzuhäufen, daraus zu lernen und anzuwenden und zu wachsen. Ich habe das von außen betrachtet und dachte mir, das sind so glückliche Menschen, die haben so viele Chancen, niemand sagt ihnen, was sie tun sollen. Die haben eigentlich ja vor gar nichts Angst, weil die Meinung von anderen ist ihnen ja komplett egal. Das, was ich gedacht habe, war da nicht so, aber sie selbst waren alle frei und sind aufgewachsen in einer Welt voller Möglichkeiten und Chancen. Und das war für mich Inspiration anzufangen. Und die Welt sozusagen der Chancen, die Welt des Lernens, was dir vorher gar nicht so offen stand, hast du dann ein Buch nach dem anderen verschlungen? Bist du dann auf Vorträge gegangen? Wie hast du dann gelernt? Du musstest ja im Grunde von null auf lernen mit Mitte 20. Ist ja nicht so, also ist ja relativ spät, um dann damit anzufangen, ne? Ja, ich habe mir aus irgendeinem Grund den Gedanken habe ich gehabt, ich schaue mir erstmal an, was sind die Menschen, wo ich sage, dieses Leben will ich auch. Und dann habe ich verschiedenste Dinge angeguckt. Ich habe mir Unternehmer angesehen, die super erfolgreich sind und Geld verdienen. Aber ich habe mir gedacht, so, der Typ muss vorher im Büro sein vor allen anderen und ist als letztes drin, so, das will ich eigentlich nicht. Dann habe ich mich gefragt, was machen denn andere Menschen, die sind Investoren und stecken Geld in Dinge rein, machen mehr Geld daraus. All diese Dinge habe ich nicht verstanden. Das fand ich cool. Dann habe ich mir Social Media angesehen und geschaut, was machen diese Menschen da? Sie machen ein paar Videos, sie können Aufmerksamkeit auf sich ziehen und verdienen damit Geld. Wie krass ist das? Auch das will ich lernen. Das heißt, mein erster Schritt war, ich habe mir die Menschen angeschaut, die da sind, wo ich hin will. Und ihr Leben bis ins kleinste Detail überprüft, um zu schauen, ist es etwas, was mir gefällt. Und dann habe ich mich an diese Menschen gehalten. Und das Schöne ist, ich bin hingegangen und habe sie gefragt. Das heißt, ist da ein Typ in einem Porsche an mir vorbeigefahren, habe ich sein Auto angehalten und ihn gefragt, Bro, was machst du? Das war noch bevor es TikTok-Videos gab. Oder Ja.
Ich habe eine Frau mit einer Birkin Bag, okay, die Tasche kostet 30.000 Euro, in einem Restaurant geschnappt und gesagt, kann ich Ihnen bitte einen Kaffee ausgeben und fragen, was Sie tun? Und alle haben mir ihre Geschichten erzählt und keine einzige davon hat mir gesagt, ja, Mama, Papa hat's bezahlt. Jeder Einzelne hat mir seine Erfolgsgeschichte erzählt und ich habe mir diese ganzen Essenzen genommen vom Erfolg, weil eins habe ich erkannt, hart arbeiten ist nicht das einzige Mittel, um erfolgreich zu sein, sondern smart arbeiten. Also habe ich mir die ganzen smarten Dinge geschnappt, die diese Menschen getan haben und ausprobiert. Und ja, jetzt bin ich hier. Und du hast gerade schon gesagt, ne, es gibt ja diesen Glaubenssatz auch, den viele auch von ihren Eltern so mitbekommen haben, für Geld muss man hart arbeiten. Ne? Du hast gerade schon gesagt, nee, nee, smart musst du arbeiten, ja. Und du hattest ja, ich glaube, alle Menschen haben negative Glaubenssätze mitbekommen aus der Kindheit. Das muss gar nicht unbedingt von den Eltern sein. Vielleicht war es von irgendeinem frustrierten Lehrer oder von sonst wem, ja. Wie hast du mit deinen Glaubenssätzen, die du da alle hattest, von denen ja sicherlich viele sehr negativ waren im Sinne von, die haben dich eher runtergezogen, als dich irgendwo nach oben gezogen, wie hast du mit deinen Glaubenssätzen aufgeräumt und wie hast du dir neue Glaubenssätze aufgebaut? Ich würde sagen, ich hatte so eine extra harte Stufe von negativen Glaubenssätzen, weil die meisten haben jetzt, sagen wir mal, gegenüber Geld den Glaubenssatz, Geld ist schlecht oder reiche Menschen sind böse oder man muss hart arbeiten für sein Geld. Ich hatte zusätzlich immer noch on top, du wirst dafür sterben. Jeder einzelne Glaubenssatz, wenn mit Geld zu tun hat oder Erfolg war, muss hart arbeiten für dein Geld, aber du darfst nicht hart arbeiten, weil Geld ist böse und dann wirst du irgendwann mal sterben, weil du hart arbeitest für Geld. Also ich hatte noch on top so dieses Sterben-Ding, was wirklich hart war und sehr, sehr schwer für mich zu überwinden. Aber eine Sache habe ich gelernt und das ist, was bei mir bis heute funktioniert, weil ich bin ja jetzt nicht immer noch frei von negativen Glaubenssätzen. Aber das Einzige, was für mich funktioniert, ist, ich mache es trotzdem. Das heißt, ich habe diesen negativen Glaubenssatz über Geld, okay, und ich mache es trotzdem. Weil eins habe ich verstanden. Ich muss die Dinge erst ausprobieren, bevor ich entscheiden kann, funktioniert das für mich oder nicht. Wenn ich jetzt den negativen Glaubenssatz habe, ich muss für einen gesunden Körper hart arbeiten, dann gehe ich hin, schnapp mir zuerst die Menschen, die einen gesunden Körper haben, frag, was tun sie, und dann versuche ich das, und erst danach kann ich mich entscheiden, hatte ich recht mit meinem Glaubenssatz oder nicht. Weil ihn vorher zu haben, gut, ist er da. So, danke, Glaubenssatz. Schön, dass du da bist. Irgendwann mal hast du mir sicher geholfen. Jetzt muss ich aber dafür entscheiden, mache ich weiter mit ihm oder nicht. Und ich habe irgendwann entschieden, ich mache es dann einfach trotzdem oder mit Angst. Und es funktioniert extrem gut. Und zu dieser Erfahrung, wo du viele erfolgreiche Menschen gefragt hast, was sie beruflich machen, wie sie dazu gekommen sind, gab es da so einen Satz, so eine Erfahrung, die dich besonders geprägt hat? Yes, bis heute ist das so mein Glaubenssatz fürs Unternehmen, fürs Business. Und zwar, ein Mann hat mir gesagt, Geld verdient man nicht, Geld sammelt man. Weil wenn du sagst, ich verdiene Geld, hängst du einen Wert an deine Zeit. Wenn du sagst, ich verdiene 3.000 Euro im Monat, dann heißt das für meine Lebenszeit, verdiene ich. Ich bin wert 3.000 Euro. Aber wenn du stattdessen hingehst und nach Wegen suchst, wie du Geld sammeln kannst, dann eröffnest du einen neuen Horizont für dich. Weil dann ist die Sache, die du googelst, nicht mehr neue Bewerbungen zu schreiben, sondern Wege, wie man Geld sammeln kann. Und das ist auch die Kernessenz von all meinen Unternehmen, all den Dingen, die ich aufgebaut habe. Es ist für mich nichts anderes, außer ich sammel und sammel und sammel. Und wann hast du dein erstes Unternehmen aufgebaut, deine erste Selbstständigkeit begonnen? Wenn du vorher, wir waren ja an dem Moment, wo du dort in der Mensa Teller gewaschen hast, wie ging es dann sozusagen weiter? Yes, und zwar, ich war in der Mensa und dann habe ich mich gefragt, wie kann ich jetzt Geld verdienen, mehr Geld verdienen, aber ohne dass ich jetzt lange Ausbildungen machen muss oder viel studieren muss. Und dann ist mir ein Bereich aufgeploppt, der, selbst wenn du die schlechtesten Noten überhaupt hast, am meisten im Unternehmen Geld verdient.
und das ist der Vertrieb. Und mir ist aufgefallen, wer im Sales-Team arbeitet, kann machen, was er will. Wenn du ein Unternehmer bist und du hast da zwei Sales-Leute, die machen dir Millionen jeden Monat, der Typ kann dein Auto an die Wand fahren. Es ist egal, weil er so viel in dein Unternehmen reinbringt. Also bin ich da reingegangen. Und es gibt nur eine Sache, die man braucht im Vertrieb. Kommunikationsskills. That's it. Und die konnte ich mir aneignen. Also habe ich mich hingesetzt und dafür gesorgt, dass ich in der Kommunikation stark werde. Und Kommunikationsskills, in der Kommunikation stark werden. Ich musste ein bisschen schmunzeln, weil ich ja tatsächlich über 10 Jahre im Vertrieb gearbeitet habe und ich habe teilweise so viel Umsatz des Unternehmens gemacht, dass es tatsächlich so war, wie du sagst. Also ich glaube, in Spitzenzeiten habe ich 85% des Umsatzes gemacht für eine am Ende 80-Mann-Agentur. Da kannst du dir vorstellen, was ich mir auch erlauben konnte. Das heißt, genau so war es. Und da gab es ein paar Bilder, ja, die ich im Kopf habe, wo ich wirklich über die Stränge geschlagen habe. Wie hast du dir dieses Thema Kommunikation angeeignet? Es gibt bei der Kommunikation eine Sache, die kannst du theoretisch nicht so wirklich lernen. Das geht nicht. Also klar, ich habe mir Bücher geholt zu den verschiedensten Kommunikationstechniken und die haben mir super viel geholfen, extrem viel geholfen. Nur musste ich es anwenden. Also was habe ich gemacht? Ich bin damals im Network gestartet. Super erfolgslos. Also ganz, ganz schlecht, aber ich hatte dort die Chance, mit so vielen Menschen wie irgendwie möglich zu reden. Und ich hatte damals 120 Gespräche im Monat, ein Jahr lang, mit den verschiedensten Menschen über ihre Wünsche und Träume und Hoffnungen, wo sie hinwollen, was ihr größter Schmerz ist. All das wollte ich herausfinden, damit ich meine Kommunikation verbessern kann. Ich habe, ich glaube, mittlerweile aus dieser Zeit 5000 Nummern in meinem Handy, weil ich mit so vielen Menschen gesprochen habe, so ein großes Netzwerk aufgebaut habe und das mit der Intention, ich will meine Kommunikation auf das höchste Level bringen. Das heißt, was ich gemacht habe, war wirklich, also von 6 Uhr morgens bis 4 Uhr morgens mit Menschen sprechen. Krass, also die Frage kommt, die wird mir häufig auch gestellt, wie kannst du verkaufen lernen? Am Ende ist es ja die gleiche Frage, wie kannst du kommunizieren lernen? Weil wenn du erfolgreich kommunizieren kannst, dann kannst du auch verkaufen. Und dein Tipp ist sozusagen, in so eine Branche zu gehen, wo man einfach möglichst viele Gespräche führt, wo man gar nicht so lange überlegt, sondern im Grunde einfach macht. Yes, bei mir war es so, ich hatte die größte Angst vorm Reden, nicht zu vergessen, ich kam aus einer Welt, in der eine Frau muss still sein und darf nicht sprechen. Das heißt, ich habe mit niemandem gesprochen. Meine größte Angst war es, mit anderen zu reden. Und ich persönlich bin ein Mensch, ich gebe die Angst kopfüber hinein und habe mir eben genau das rausgesucht. Wie kann ich mit so vielen Menschen wie möglich reden? Und im Vertrieb ist das Beste, im Sales, das Beste, was ich gemacht habe, war, ich habe ein Gespräch gehabt und mich dann noch hingesetzt und geschaut, was habe ich falsch gemacht? Was waren meine Fehler? Wo ist mir der Kunde abgesprungen? Was hätte ich beachten müssen? Was habe ich falsch betont? Bis ins kleinste Detail auf meine Stimme habe ich geachtet, um einen Unterschied zu finden. Meine Wand war tapeziert mit Einwandbehandlungen. Und ich habe sie alle ausprobieren wollen, weil ich wollte wissen, wie funktioniert ein Mensch? Wonach entscheidet ein Mensch? Was ist der Grund, dass er das tut, anstatt das tut? Und bin irgendwie in der Sozialpsychologie gelandet, aus Versehen. Was aber gut war, weil diese Dinge funktionieren seit Hunderttausenden von Jahren. Es sind Dinge, die wir eigentlich in der Schule hätten lernen müssen. Weil, wie willst du in egal welchem Bereich vorankommen, von Dates bis Business, wenn du dich nicht richtig artikulieren kannst? Wenn du deine Ideen, deine Wünsche und Träume nicht richtig verpacken kannst, um Menschen davon zu begeistern? Es hat überhaupt keinen Sinn. Und das Einzige, was uns helfen kann, ist, die Fehler machen. In der Kommunikation all die fucking Fehler machen, aber auch daraus lernen. Der Podcast heißt ja, Erfolg ist kein Zufall.
Seit deinem Weg mit 24, war dein Erfolg bis heute Zufall? Schön wär's. So schön, wenn ich so aus dem Bett aufgestanden, rausgefallen und plötzlich erfolgreich war. Das wär ganz praktisch gewesen. Nur funktioniert es leider nicht so. Ich bin mir sicher, dass all die Entscheidungen, die ich getroffen habe, mich dorthin gebracht haben, wo ich jetzt bin. Weil man kann sagen, gut, es sind die Kommunikationsskills, die einem helfen. Es sind die Skills, Soft Skills mit Menschen. Aber ich habe mich dazu entschieden, jede einzelne von diesen Skills zu lernen. Das heißt, das, was mich dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin, war ein riesengroßer Haufen Entscheidungen. Wir treffen den ganzen Tag unbewusste Entscheidungen. Ich habe mich irgendwann mal entschieden, ich mache sie jetzt bewusst. Waren die alle richtig? Scheiße, nein. Aber es war wichtig, dass ich sie treffe. Ich habe mich irgendwann mal entschieden, ich gehe diesen Weg. Ich habe mich entschieden, mir ist egal, was andere denken, beziehungsweise ich höre andere, ich mache trotzdem, was ich will. Ich habe mich entschieden, ich will in diesem Bereich. Ich habe mich entschieden, Tausende von Büchern zu lesen und nochmal Fünftausende von Notizbüchern vollzuschreiben. Das sind alles Entscheidungen. Das heißt, mein Erfolg ist von Entscheidungen abhängig gewesen. Und das Thema Erfolg, wie definierst du Erfolg inzwischen für dich und hat sich das irgendwie verändert jetzt in deinem Leben? Yes, also damals, als ich angefangen habe, vor 6 Jahren, dachte ich, erfolgreich ist, wer Autos, Häuser, Yacht, mehr Autos hat. Mittlerweile definiere ich Erfolg als Frieden. Ich will 100% Ruhe und Frieden in meinem Leben. Ich möchte mir ein Ziel setzen für mich und dieses erreichen. Dann bin ich erfolgreich. Wenn ich sage, ich will heute, keine Ahnung was, 500 Push-ups schaffen, dann mache ich die und dann bin ich erfolgreich. Das sind einfach Dinge, die ich für mich festsetze, unabhängig von anderen Menschen. Wenn ich mich heute entscheide, ich will eine Farm haben mit 30 Hunden und dort lebe ich auf dieser Farm und habe Spaß mit meinen 30 Hunden und das sind übrigens alles Chihuahuas und ich tue das, dann bin ich erfolgreich. Das heißt, es ist nicht abhängig von dem, was man von außen sieht, sondern was möchte ich jetzt haben? Kriege ich das, habe ich Erfolg. Punkt. Gab ja diese, ich weiß gar nicht, was, wie ich das nennen soll, immer nicht eine Doku, sondern eine Comedy-Show mit Jan Böhmermann, der sich über die deutsche Coaching-Szene so ein Stück weit lustig gemacht hat. Und da sagte er auch immer wieder eins oder ein Wort ist, auf dem hat er so rumgehackt, nämlich das Wort Mindset. Und ich, als ich das dann sah, weil mir haben das dann auch viele Leute zugeschickt, ich gucke jetzt kein Fernsehen oder so, aber das wurde mir dann zugeschickt. Habe ich es mir angeguckt und ich fand es so traurig, dass er sich gerade dieses Wort Mindset raussucht, weil ich in meinem Leben tatsächlich erfahren habe, dass das eigene Mindset alles bestimmt im Leben, ja. Wie siehst du das und warum hast du dich so auf dieses Thema Mindset auch fokussiert? Aus Versehen. Eigentlich die Sache, die ich machen wollte, anderen Frauen im Vertrieb zu helfen, dass Frauen stärker werden im Vertrieb und im Verkauf oder dass sie mehr Kunden generieren für ihr Business und es selbst lernen. Das war eigentlich mein Weg, den ich gehen wollte. Nur habe ich erkannt, dass hinter dem Skill der Kommunikation noch eine Stufe wichtiger ist und das ist das, was du gerade sagst, das Mindset. Weil es gibt zwei Arten, warum wir Dinge tun. Nur zwei. Das ist unser Mindset. Entweder wir tun Dinge aus Liebe oder aus Angst. Wenn du versuchst, mit einem Kunden zu reden, weil du Angst hast, du kannst deine Rechnungen sollst nicht zahlen, dreimal darf ich raten, dein Kunde ist abgesprungen. Wenn du versuchst, Sport zu machen, weil da ist eine Rolle und hier ist ein Röllchen, du hast gestern zu viel gegessen, du kannst so viel trainieren, wie du möchtest, du wirst keinen Gramm abnehmen. Aber wenn du dir Dinge in Liebe umwandelst, funktioniert es auch. Und ich glaube, das ist das, was viele Coaches versuchen, den Menschen mitzugeben. Und jeder auf seine wundervolle Art macht die Dinge aus Liebe. Macht die Dinge mit einer Intention, die gut für dich und für andere ist. Weil wir können zwei Menschen nebeneinander stellen, die tun exakt das Gleiche. Der eine tut es aus Angst, der andere aus Liebe. Und wir können so sehen, welcher von beiden schneller vorankommt.
Und ich glaube, Mindset, ich glaube, man kann sich ein bisschen Spaß machen über Coaches und Mindset und alles. Das soll man auch tun. Das ist sehr gut. Wichtig ist, dass wir von Grund auf alle gemeinsam verstehen. Und wir können es Mindset nennen oder Seele oder egal was, dass das der Kern ist von einfach allem, was wir machen. Und wenn wir uns darauf konzentrieren, beziehungsweise damit flowen, wir müssen nicht mal daran arbeiten, weil jeder von uns hat das Mindset, funktioniert es einfach. Und es fühlt sich leicht und locker und flockig an. Und das ist, was wir wollen. Und als du mit den Frauen gearbeitet hast, und sie verbessern wolltest, in der Fähigkeit, sich zu verkaufen oder ihr Produkt, ihre Dienstleistung, was auch immer, und dir ist aufgefallen, hey, ich muss irgendwie noch eine Stufe zurückgehen, ja, das fängt zwischen den Ohren an, das Ganze offensichtlich. Was waren so immer die großen Mindset-Fehler, Blockaden, die du da entdeckt hast? Es gab zwei Dinge. Es waren natürlich häufig Frauen bei mir. Und eine Sache bei Frauen war speziell besonders merkwürdig. Sie haben versucht zu leben wie Männer. Aber wir Frauen funktionieren nun mal in einem 28-Tage-Zyklus, in dem wir die verschiedensten Sorten von Mensch sind, die verschiedensten Emotionen. Zwischendurch sind wir super Frauen und können alles. Und 5 Tage später wollen wir jeden umbringen, der uns zu nahe kommt. Und eine Sache, die sie lernen mussten, war, mit dieser Flow zu gehen, also mit diesem Geschenk, das wir haben. Das ist eine Sache, auf die wir extrem eingehen, damit sie das verstehen, weil für Frauen ist alles Leichtigkeit. Für uns ist es nicht harte Arbeit, sondern es ist leicht. Eine meiner Lieblingsaufgaben, die ich meiner Teilnehmerin gebe, ist Tanz und Mal und Sing, weil das ist das, was sie brauchen, um erfolgreich zu sein. Das ist immer sehr merkwürdig. Und die zweite Sache, das ist so das Hauptding, bei den Mädchen, die bei mir gelandet sind, ist ihr Umfeld. Gleiches zieht Gleiches an. Das heißt, ich war umgeben von einem Haufen wundervoller Coachy-Mädchen, die alle Angst vor der Meinung anderer hatten. Die alle Angst davor hatten, was andere sagen würden, umgeben waren von Menschen, die sie runterziehen und lernen mussten, sich davon zu lösen und ihren eigenen Weg zu gehen. Und wenn die aber jetzt alle zusammenkommen, die sozusagen auch alle Angst haben von dem, was andere denken, müsste man die jetzt nicht mit Leuten zusammenschmeißen, die eben davor keine Angst haben? Korrekt, du hast absolut recht. Deswegen habe ich auch Anfang des Jahres angefangen, einen Frauenclub zu starten. Das ist der MyMia-Club. Und da sind all diese Frauen, die drinnen reingepackt und die haben so eine kleine Positiv-Oase geschaffen für sich. Ich habe da gar nicht viel reingegeben, sondern das waren alles Frauen, die einfach ehrlich Gutes für die anderen wollten und sind jetzt in einem Haufen zusammengeworfen. Und du siehst plötzlich, wie das Leben sich verändert und verändert und ihre Phasen sich verändern und sie sich gegenseitig unterstützen. Und mein Ziel ist es, dass das Hunderttausende von Frauen werden. Also ich arbeite dahin, dass da Hunderttausende von Frauen drin sind, die dich gegenseitig unterstützen, damit wir das Umfeld haben, was wir brauchen, um voranzukommen. Und das Thema Umfeld, du hattest mal das schlechteste Umfeld, was man haben kann. Wie hast du dir selber neues Umfeld erschaffen? Und wie bist du damit auch klargekommen? Also oft kommt ja, ich weiß nicht, dir die Frage auch entgegnet wird, aber naja, aber meine Familie kann ich mir nicht aussuchen, und so weiter. Wie siehst du diese Punkte? Ich bin da persönlich ein sehr hartes Beispiel, weil der Tag, an dem ich entschieden habe, ich gehe aus dieser Gemeinschaft raus und ich lasse mich scheiden, ist der Tag, an dem ich entschieden habe, ich habe nie wieder etwas mit meinen Freunden und meiner Familie zu tun. Und mir sind da zwei Dinge aufgefallen. Erstens, wenn du dich von Menschen befreist, die dich runterziehen, wird es leichter. Du glaubst vorher vielleicht, dass es schwerer wird oder anstrengender oder trauriger. Es ist, als würde eine richtige Last von dir lassen. Und zweitens, und das ist der wichtigste Punkt, den ich jedem mit an die Hand gebe. Sagen wir mal, du hast Freunde, die deine Energie nicht austauschen, sondern runterziehen. Und du sagst ihnen, hey Leute, ich liebe euch alle, ich gehe gerade einen anderen Weg, jeder von euch kann mitkommen, wenn er möchte. Eine Sache passiert, und es ist von 9 von 10 Mal passiert. Diese Freunde beobachten uns. Diese Familienmitglieder
sehen uns und unsere Veränderung. Und was passiert ist, wir heilen sie alle ein Stückchen mit. Sie alle sehen, es gibt eine andere Welt und es gibt einen anderen Weg. Und nichts bleibt für immer. Ich habe das so oft gehabt, dass Freunde, die ich 4, 5 Jahre lang nicht gehört habe, mir plötzlich schreiben und sagen, hey, das, was du machst, ist eigentlich sehr gut und was kann ich tun? Oder ich beobachte dich und ich habe jetzt mein Ding angefangen. Ich weiß, in dem Moment fühlt sich das nicht so an. Es fühlt sich an wie ein Schlussstrich für immer. Nur ist es das nicht. Diese Menschen sehen dich und du gehst voraus. Etwas, was sie sich vielleicht nicht trauen. Und ja, du killst die Person, die sie lieben. Okay, wenn wir hingehen und unsere Persönlichkeit entwickeln, dann killen wir die Person, die sie gerade geliebt haben. Und damit sind sie nicht cool. Überhaupt nicht. Nur gibst du ihnen die Chance, die neue Person noch mehr zu leben, die da entsteht. Und allein deswegen würde ich die Schritte wagen und die Dinge ausprobieren und an meinem Mindset arbeiten, weil ich kann aus Erfahrung sagen, du heilst jede Person, die mit dir zu tun hat. Ob du willst oder nicht, mit. Und das ist das Schönste, was du ihnen schenken kannst, glaub mir. Und sag mal, das Thema Selbstbewusstsein, du hast es schon ein bisschen angerissen, dass viele auch mit ihrem Selbstwert zu kämpfen haben, nicht über dieses Selbstbewusstsein verfügen, vielleicht auch, so wie du jetzt, offen über diese Themen zu sprechen. Wie hast du dir dieses Selbstbewusstsein, diesen Selbstwert, der sozusagen über 24 Jahre so klein geschlagen wurde. Wie hast du dir diesen aufgebaut? Ich glaube, du sagtest jetzt 6 Jahre später, also in relativ kurzer Zeit im Vergleich zu dem, wo der geschlagen wurde, dieser Selbstwert getreten wurde. Das war harte Arbeit. Warum? Weil ich hatte kein Beispiel, ich hatte kein Vorbild. Ich hatte niemanden, der ich sagen kann, das ist eine tolle, selbstbewusste Frau. Ich mache einfach das Gleiche, was sie macht. Ich hatte ja vorher die Technik. So, ich gucke mir erfolgreiche Menschen an und schaue, was machen die. Und dann mache ich das Gleiche. Ich hatte das in dem Fall nicht. Das heißt, ich musste einen anderen Weg finden, herauszufinden, was echtes Selbstbewusstsein war. Und was ich gemacht habe, war einen riesengroßen Haufen Fehler. Erstens habe ich gedacht, Selbstbewusstsein ist Aussehen. So, hat nicht funktioniert. Ich war schöner, aber nicht selbstbewusster. Dann habe ich gedacht, Selbstbewusstsein kommt mit Geld. Hab Geld gemacht, war nicht selbstbewusster. Dann habe ich gedacht, Selbstbewusstsein kommt, indem ich sehr laut bin und offen und extrovertiert, was ich überhaupt nicht bin. Ich bin introvertiert. Hat auch nicht funktioniert. So, dann stand ich da. Hab all die Dinge von außen genommen und versucht, ein Selbstbewusstsein in mir drinnen zu schaffen, was nicht geklappt hat. Also dachte ich, ich drehe den Spieß jetzt mal um. Und habe ich gefragt, Mia, was denkst du eigentlich über dich? Was hältst du eigentlich von dir? Und das war eine harte Frage, weil man muss so ein bisschen in die dunklen Ecken reingucken und sich fragen, was steckt da eigentlich? Und es kam vieles zum Vorschein. Viele der Dinge, die man ja Glaubenssätze nennt, zu sagen, hey, das ist von jemand anders gewesen, das ist etwas, was ich geerbt habe, das ist mein eigenes Ding. Und ich habe mir all diese Dinge mal rausgewühlt und geschaut, was steckt denn dahinter und was ist der Kern der Sache. Und da ist mir wieder aufgefallen, Liebe oder Angst. Ich war nicht selbstbewusst, weil ich Angst davor hatte, was jemand über mich denkt, was andere denken könnten oder dass etwas schief laufen könnte oder Gott bewahre, dass ich erfolgreich bin, weil ich kenne Erfolg nicht. Ich muss die Kontrolle haben. All diese Dinge waren da drinnen versteckt. Und was ich bemerkt habe, war, und das ist so simpel, dass es manchmal leider wehtut, die Glaubenssätze, die Dinge, die ich mein Leben lang über mich geglaubt habe, sind Teil von mir. Und ich habe nicht mehr versucht, gegen sie zu arbeiten. Ich habe nicht mehr versucht, Glaubenssätze loszulassen oder zu verändern oder daran zu arbeiten, dass ich ein anderes Mindset habe. Nö. Ich habe einfach die Dinge genommen und Superkräfte daraus gemacht. Was meine ich damit? Ich bin immer noch schüchtern as
Fuck. Ich glaube, das ist eine Sache, die werde ich nicht ablegen. Niemals. Aber was habe ich daraus gemacht? Dadurch, dass ich sehr schüchtern bin und nicht gerne über mich rede, habe ich es umgedreht und zugehört. Ich habe es umgedreht und herausgefunden, welche Fragen kann ich stellen? Welche Fragen muss ich stellen, damit die Person mir noch mehr sich öffnet, mehr zu mir kommt, ich sie besser verstehen kann, ich mehr für sie da sein kann? Ich habe das Zuhören perfektioniert, nicht versucht, die Schüchternheit loszuwerden, sondern meine Schüchternheit genommen und umgedreht in eine Superkraft. Was ich jetzt nutze, um anderen Menschen zu helfen, weil durch meine Fragen komme ich an den Kern, den sie selbst meistens niemals finden können. Das heißt, die Sache, die mir am meisten geholfen hat, bei dem all dem Müll, der in uns drin steckt, ist, nicht gegen ihn zu arbeiten, sondern ihn zu drehen und zu schauen, was kann ich daraus richtig Geiles machen. Du hast schon von deiner, von deinem Netzwerk erzählt, was du heutzutage machst. Was machst du noch unternehmerisch heute? Oh Gott, fangen wir an. Also, ich habe eine Social Media Agentur. Das heißt, alles im Bereich Social Media kümmere ich mich darum mit meinem Team gemeinsam, dass andere Menschen eine Reichweite bekommen, um Menschen zu erreichen, die ihre Fans werden wollen. Die sagen, hey, ich finde das diese Sache gut, weil was mir dann in Social Media aufgefallen ist, alle versuchen die anderen kopieren und jeder versucht zu sein wie der andere und dann gibt es noch Canva-Vorlagen und ich könnte mich übergeben, weil wenn Unternehmer einfach verstehen, ihr Unternehmen hat ein Warum, sie haben eine Seele und wenn sie die nach außen zeigen, erreichen sie nicht nur Kunden, sondern echte Fans. So, dann kannst du dir vorstellen, wie viel Geld sie damit machen. Das ist eine Sache, die wir machen. Also die Social Media Agentur ist ein Ding, wo wir es für andere Menschen machen. Daraus entstand aber, dass ich gesagt habe, ich packe das ganze Wissen, was ich habe, in all diesen Bereichen, von der Psychologie hin bis zum Social Media und gebe es den Unternehmern selbst. Und sie können es ihren Mitarbeitern geben oder dem Marketing-Team oder weiß was ich was wem und selbst kreieren, was sie möchten. Deswegen habe ich Social Chronicles erschaffen. Und mittlerweile sind das Hunderte von Menschen, die innerhalb von 90 Tagen eine Reichweite von fünfstelligen Summen erreichen, so sehr, so große Reichweiten, dass Kunden zu ihnen kommen und sagen, hey, ich finde das cool, was macht ihr da eigentlich? Oder ich will mehr lernen oder ich will das kaufen, ohne eine einzige Werbung zu schalten, sondern echte Reichweite zu generieren mit echten Menschen. Und es funktioniert so gut und es ist so schön zu sehen, weil diese ganzen Unternehmer und Coaches, Berater, Dienstleister sind so verdammt happy, weil es ist ein Unterschied, ob du eine Ad schaltest und jemand kauft. Oder du zeigst etwas aus deinem Unternehmen und die Leute sagen, hey, die Sache finde ich geil, ich bin ein Fan von euch, erzählt mir mehr. Das ist ein Unterschied. Und das Wissen, mittlerweile haben wir angefangen, an ihnen zu geben und zu sagen, probiert es aus, macht es. Dann gibt es noch den Bereich Network Marketing, dann mache ich noch Krypto, Forex, dann Trading, dann Yield Farming, dann Staking und was haben wir noch? Verschiedenste Produkte, Dienstleistungen, was haben wir noch? Ja, die Liste geht unendlich. Wieso das Ganze? Weil ich irgendwann mal verstanden habe, Geld verdient man nicht, Geld sammelt man. Und am Ende, wenn man sich mit erfolgreichen Menschen aber beschäftigt, dann ist ja auch oft der Fokus oder vom Fokus die Rede. Fokussiere dich auf eine Sache, auf deine Passion und dann folge ihr, ja. Wenn du jetzt sagst, ich mache dies und das und dies und das, dann fällt es dir nicht dann manchmal schwer, deinen Fokus irgendwie noch zu behalten? Ja, klar, ja, absolut. So, es ist weniger, es ist nicht so, dass ich da sitze und drei Termine am Tag habe und das ganze Rad läuft, überhaupt nicht. Was ich stattdessen mache, ist mich, wie du gerade sagst, auf eine Sache zu fokussieren, diese so lange zu machen, bis sie von alleine läuft und dann die nächste Sache zu nehmen. Weil das Schöne ist, wir Menschen sind vielfältig. Und wir glauben immer, wir haben so dieses eine große Warum. Und dann, wenn wir das gefunden haben, werden wir das den Rest unseres Lebens verfolgen und damit werden wir Geld verdienen. Nö, überhaupt nicht. Es kann sein, dass du dieses Jahr etwas magst und es dir gefällt und nächstes Jahr nicht mehr oder in 5 Jahren. Und
Was ich gemacht habe, ist, ich nehme die Energy von einer Sache, die ich gerade mag, wie zum Beispiel Social Media, und stecke da alles rein, was ich habe. Alles, was ich wissen kann und lernen kann und probieren kann, packe ich da rein, bis zu dem Punkt, wo es von alleine läuft. Und dann schnappe ich mir die nächste Sache und die nächste und die nächste und die nächste. Und so sammelt man. Also sammeln ist nicht eine Beere hier und da, sondern 100% Fokus in einer Sache. Wichtig ist, dass diese Sache ohne mein Zutun irgendwann mal weiterlaufen kann. Und dann das nächste und das nächste und das nächste. Und zum Thema Social Media, hast du da oder kannst du mal ohne jetzt deine gesamten Geheimnisse oder Erfahrungen jetzt, die willst du ja am Ende auch an die Kunden weitergeben, aber vielleicht kannst du mal so einen kleinen Einblick geben, was für dich vielleicht die drei Erfolgsfaktoren sind oder die drei Dinge, warum eben so viele nicht erfolgreich sind auf Social Media. Oh ja, und ich gebe dir die gesamte Erfahrung. Also wenn die Person, die das gerade hört, das umsetzt, was ich sage, dann hat sie eine fünfstellige Reichweite. Punkt. Einfach umsetzen, was ich dir jetzt sagen werde. Und zwar, auf Social Media sind drei Dinge wichtig. Erstens, du brauchst eine Bedeutung. Das heißt, wir posten keine Tanzvideos oder Katzenvideos, auch wenn wir uns die gerne ansehen, sondern du musst dich fragen als Unternehmer, was ist eigentlich mein Warum? Warum möchte ich, dass Kunden mir folgen? Warum möchte ich überhaupt Kunden helfen? Welches Problem löse ich? Dann nimmst du das, packst es in ein Video. Jetzt das Video. Erstens, wir machen nur Videos, weil TikTok und Instagram spielt Videos aus. Ich will keine Canva-Posts mehr sehen. Und zweitens, das Wichtigste und der Grund, warum ein Video viral geht und ein anderes nicht, ist die erste Sekunde. Die Menschen entscheiden in der ersten Sekunde, ob sie sich das Video bis zum Ende ansehen wollen oder nicht. Und wenn die erste Sekunde besteht aus, hey, hallo ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt gut gefrühstückt und ich habe hier einen Pickel, guck nicht mein Pickel, das interessiert mich nicht. Aber wenn deine erste Sekunde ist, du hast diese drei Probleme in deinem Business und ich werde dir jetzt sagen, wie du sie löst, höre ich dir zu. Wichtig bei einem Video ist, Reichweite ist nur davon ausschlaggebend, nur nicht der fucking Hashtag, nicht die Anzahl der Kommentare, sondern dass die Menschen sich das Video von Anfang bis Ende ansehen. Wenn sie das tun, wirst du mehr Reichweite bekommen. Das heißt, du musst dich jetzt fragen, was kann ich tun, damit sie das ganze Video ansehen? Ab 8 Sekunden. Und der nächste Part, und das ist der wichtigste, ist, wie schaffst du es, dass kein Schwein dein Produkt kauft? Indem du es niemandem zeigst. Das heißt, poste 3 bis 10 Mal am Tag die verschiedensten Arten von Videos, weil keiner weiß, was ankommt. Wenn du diese drei Dinge tust, wirst du in 90 Tagen fünfstellige Reichweite generieren. Spannend. Und wie viel Arbeit ist deiner Meinung nach notwendig, um erfolgreich auf Social Media zu sein? Reicht dafür eine Stunde? Sind es drei? Sind es fünf? Was ist da notwendig? Ich habe Teilnehmer bei mir im Coaching, die haben genau einen Tag gebraucht und hatten dann fünfstellige Reichweiten. Ich habe Teilnehmer, die haben 3 Monate gebraucht. Ein Video zu machen dauert, wenn wir es genau nehmen, 40 Sekunden. Das heißt, damit du erfolgreich bist, brauchst du 40 Sekunden. Das, was uns auffällt, ist, dass wir denken darüber nach und wir wissen nicht, was wir sagen sollen und was denkt meine Cousine und was denkt der Typ, mit dem ich damals in der Schule war. Das ist, was uns auffällt. Wenn wir darüber hinausgehen und einfach diese dämlichen Videos hochladen, mit Untertitel, by the way, brauchst du nicht viel Zeit. Was ich mache, ist, ich mache spontan Videos. Was ich coache und auch viele nutzen, ist, nimm 30 Videos auf einmal auf. Dann nimmst du, weiß ich nicht, 3 Stunden an einem Tag 30 Videos auf und hast einen Monat lang Content. Es liegt in deiner Hand und das Schöne an Social Media ist, es gibt nicht richtig und falsch. Das Einzige, was falsch ist, ist nichts zu machen. Und ist diese Kontinuität für dich ganz weit oben? Also du hast gerade irgendwie 3 bis 10 Videos sogar oder jetzt 30 Videos an einem Tag produzieren, dann hast du für einen Monat, das heißt ein Video mindestens am Tag.
Ist diese Quantität in Verbindung mit Kontinuität so wichtig? Yes, die Fleißigen schlagen immer die Talentierten, nicht wahr? Auch in Social Media. Wenn du jeden einzelnen Tag Content produzierst, werden die Plattformen und der Algorithmus dich dafür belohnen. Punkt. Und hast du das oder kannst du inzwischen sehr gut einschätzen, welches Video funktioniert und welches nicht? Oder gibt es auch bei dir immer noch Überraschungen, wo du sagst, ey, dieses Video ist geil gemacht, ja, das erfüllt alle Kriterien, also das hat einen coolen Start, ja, das teasert irgendwie teasert an, dass man bis zum Ende guckt und auf das würde ich wetten und am Ende hat das sehr wenig Reichweite oder hast du da schon eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit drin? Ich weiß, wenn du die Geheimformel anwendest, die ich habe, die werden Reichweite bekommen. Es gibt aber meistens auch Videos, die die Geheimformel komplett aus dem Fenster werfen und trotzdem Reichweite generieren. Das ist das Schöne, keiner von uns kann sagen, was funktioniert und was nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir kontinuierlich produzieren, ohne uns an irgendwas festzuhalten, sondern verschiedene Systeme versuchen. Und wenn wir dann eins gefunden haben, das funktioniert, machen wir es immer und immer und immer und immer wieder. Und es gibt ja immer wieder so Trends auch auf Social Media. Also das, was du jetzt zum Beispiel angesprochen hast, das gab es ja dann auch irgendwann diese drei Tipps für ein besseres Business. Tipp Nummer eins, Tipp Nummer zwei, Tipp Nummer drei. So, und dann hat es irgendwer mal so gestartet und auf einmal siehst du das so überall. Ne? Also auf einmal hat das irgendwie jeder und da gibt es ja gefühlt immer so eine Trends. Hältst du danach gezielt Ausschau oder ist es auch, ist man einfach auch zu spät dran, wenn man das schon entdeckt, ist schon zu spät oder wie siehst du das? Ich sag mal so, wenn du kopierst, hast du Konkurrenz. Wenn du du bist, wirst du niemals Konkurrenz haben. Was meine ich damit? Was ich den Menschen mitgebe, ist, sie selbst zu sein. Weg von dem Trend hinzu. Das heißt, wir können gerne so einen Trend nehmen. Drei Dinge, die du falsch machst. Das Problem ist, niemand will einem Lehrer zuhören. Das heißt, was ich den Menschen zeige, ist, was hast du falsch gemacht? Was hast du persönlich falsch gemacht? Und dann kannst du hingehen und sagen, ich persönlich habe diese drei Dinge falsch gemacht und ich habe dann das und das draus gelernt. Und weißt du was? Ich habe diese Woche noch einen Fehler gemacht. Aber welcher das war, das erzähle ich dir im nächsten Video. Denn es ist dein persönlicher Fehler, dein persönliches Video und niemals kann jemand das kopieren. Außer er will so tun, als wäre er du. Das auch, kann auch passieren. Und mit deinen ganzen verschiedenen unternehmerischen Projekten, die du hast, was sind jetzt in den letzten Jahren so deine wichtigsten Learnings, die du gemacht hast? Es ist erst vorbei, wenn ich gewonnen habe. Was mache ich damit? Ich habe es so oft erlebt, dass Menschen ein Unternehmen starten oder angefangen haben oder übernommen haben und dann kriegen sie ein Nein und noch ein Nein und noch ein Nein und noch ein Nein und dann aufhören. Und dann kommt jemand anders, der genau das Gleiche macht wie sie und der ist dann erfolgreich. Und der einzige Unterschied ist, dass sie weitergemacht haben. That's it. Und deswegen mein größtes Learning ist, es ist erst vorbei, wenn ich gewonnen habe. Das heißt, egal was ich ausprobiere oder versuche, ich mache es so lange, bis ich damit Erfolg habe. Und dann entscheide ich, ob ich es weitermache oder verändere oder nicht. Du sagst in deinem neuen Buch mit dem Titel Anstatt zu sagen, dass Kommunikation mehr ist, als nur die richtigen Worte zu finden. Gute Kommunikation, sagst du, kann sogar dein Leben verändern. Kannst du dazu mal deine Gedanken äußern, ohne dein Buch zu sehr zu spoilern? Ich glaube, das beste Beispiel, tada, das bin ich. Weil wenn wir das jetzt mal ganz grob von oben betrachten, hast du hier ein Mädchen, das aus einer Sekte ausgestiegen ist und innerhalb von 6 Jahren mehrere erfolgreiche Unternehmen aufgebaut hat, ein Social Media Business aufgebaut hat, eine Millionenreichweite aufgebaut hat und nur mit einer Sache, Kommunikation.
Punkt. Das beste Beispiel dafür sind hier. Und ich versuche den Menschen das mitzugeben, all das, was ich gelernt habe, all das, was ich in diesen 6 Jahren falsch gemacht habe, ist in diesem Buch drinnen, damit sie das auch für sich können, weil ich will, dass Menschen, die richtig geile Ideen haben, die richtig talentiert sind, die gut sind, die Chance bekommen, rauszugehen und darüber zu reden. Weil es nervt mich so ein bisschen, dass Menschen, die vielleicht nicht so gute Intentionen haben, aber eine gute Kommunikation erfolgreich sind. Deswegen sorgen wir jetzt mit diesem Buch dafür, dass Menschen, die talentiert as fuck sind, auch noch die Kommunikation bekommen, damit sie so durch die Decke gehen. Dann interessiert mich noch ein Thema bei dir, so über deine letzten 6 Jahre. Welche Routinen hast du dir aufgebaut? Welche Routinen sind dir wichtig geworden? Was ist für dich unabdingbar geworden? Wo gibt es sozusagen keinen Kompromiss in deinem Leben? Jetzt fragst du mich was. Ich überlege gerade, weil ich würde gern, ich Ja, würde. der Fisch sieht das Wasser nicht um mich. Ich würde super gern sagen, ich stehe jeden Morgen um 5 Uhr auf und dann gehe ich schwimmen und dann esse ich mein Smoothie. Nein, überhaupt nicht. Also die Routine, die ich habe, ist, ich habe meine Fokus-Saisons. Das heißt, ich nehme mir einen Monat oder 3 Wochen oder 2 Wochen oder eine Woche, in denen ich Full Power in ein Ding stecke. Das ist dann 100% stecke ich da rein. Da schlafe ich nicht, da bin ich für niemanden erreichbar, sondern ich baue diese eine Sache auf. Und dann habe ich auch Phasen, in denen ich einfach nichts tue. Und diese Phasen nehme ich mir, die sind mir heilig, wo ich einfach sage, ihr könnt mich nicht erreichen, ihr hört mich nicht, ihr seht mich nicht. Ich bin jetzt weg, ich habe jetzt 4 Massagen und das war's. Und ich komme wieder. Ich glaube, das ist das Wichtigste, weil was wir machen ist, wir meistens, wenn wir ein Business aufbauen oder irgendeine Idee aufbauen, stecken wir so viel Arbeit da rein, dann sind wir dabei auch noch nicht effektiv und das machen wir dann so lange, bis wir einen Burnout haben und sind nicht vorangekommen. Was aber noch besser funktioniert für mich persönlich ist, ich sage jetzt, ich stecke eine Woche oder 2 oder 3 Wochen effektive Arbeit in eine Sache und dann freue ich mich auf die Pause danach. Und dann geht's wieder 2, 3, 4, 5 Wochen effektives Arbeiten und dann wieder Pause. Weil nichts killt dein Business oder deine Idee mehr als dieses, ich mache das jetzt halbherzig, aber ich muss das machen, weil ich muss meine Rechnungen bezahlen und dann läuft es nicht, dann bin ich müde, aber ich traue mich auch nicht, eine Pause zu machen, weil ich habe Schuldgefühle, wenn ich eine Pause mache. Es killt einfach alles. Deswegen Pausen machen. Und Teil deines Businesses ist ja Social Media, ist ja Influencerin sein, ist Zeit auf Social Media irgendwie zu verbringen. Wie schaffst du das, dass du quasi in diesem Producer-Level bleibst und nicht ständig konsumierst und konsumierst? Und ich glaube, einer der größten Aufmerksamkeitskiller, die wir ja so haben, ist eben unser Handy, ist eben unser Smartphone, ist eben Social Media. Und ich habe mal gelesen, dass es auch irgendwie, keine Ahnung, 90 Minuten dauert, bis du so dein optimales Fokuslevel hast, ja. Und ja, wer arbeitet heutzutage schon 90 Minuten überhaupt mal am Stück, ohne auf dieses Ding sozusagen zu starren? Bist du da sehr diszipliniert? Gelingt dir das gut? Nein, natürlich nicht. Ich hänge auch mal schnell 4 Stunden in TikTok fest. Also so ist es nicht. Aber der Unterschied ist, ich habe mich irgendwann entschieden, dieses Ding, warte, ich habe hier ja überall Handys rumliegen. So, dieses Ding nehme ich nur in die Hand, wenn ich Geld verdiene damit. Ansonsten fasse ich das nicht an. Jetzt ist aber meine Schwierigkeit, ist, ich verdiene Geld mit Social Media. Das heißt, ich muss leider Social Media gucken, damit ich weiß, was passiert da draußen. Das heißt, es ist eine Sache, die ich gemacht habe. Vielleicht kannst du das verwenden oder irgendjemand, der gerade zuhört. Ich benutze mein Handy nur im Stehen auf einem Bein. Ansonsten muss ich das Ding weglegen.
Jetzt versuch mal, 4 Stunden TikToks zu gucken, auf einem Bein stehend. Das klappt nicht. Aber wenn du dich hinsetzt, muss das Handy weggelegt sein. Punkt. Und wenn du mich anrufst, dann stehe ich wieder auf, stelle mich auf ein Bein und wir telefonieren oder wir schreiben WhatsApp oder keine Ahnung was. Und dann setze ich mich wieder hin und arbeite fokussiert weiter. Ich habe ein paar Menschen, denen das geholfen hat. Ein paar auch eben nicht. Es liegt an jedem selbst. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, es gibt zwei Arten von Menschen. Diejenigen, die konsumieren und diejenigen, die entscheiden, was andere konsumieren. Und ich habe irgendwann mal entschieden, ich gehöre zu der zweiten Gruppe. Und gebe den Menschen, auch wenn sie auf ihrer Reise sind von Social Media, wo sehr viel Müll ist oder vielleicht auch nur witzige Sachen sind oder keine Ahnung was, ich gebe ihnen so einen kleinen Funken Positives, einen kleinen Funken neue Idee, einen kleinen Funken mehr Kraft und dann sollen sie ihren Weg weitergehen, weil mehr können wir nicht machen. Cool, Mia, die Stunde ist schon wieder fast vorbei. Vielleicht noch abschließend, du hast schon angesprochen, Social Media, TikTok, Instagram und so weiter. Wo sollte man dir am besten folgen? Wo kriegt man mehr Infos über dich und wann kommt dein Buch vielleicht auch raus? Sehr gut. Also am besten folgt man mir überall. Aber für diejenigen, die sagen, Instagram ist mein Favorite, da findet man mich unter dem Namen My Mia Page und auch auf TikTok auf My Mia Page. Der Unterschied ist, bei Instagram gibt es in den Stories noch mehr Tiefe in den verschiedensten Themen. Und ja, mein Buch, anstatt zu sagen, kommt im Oktober raus, am 24. Oktober. Wir können es aber schon alle gemeinsam jetzt auf Amazon bestellen. Und sag mal vielleicht das noch wirklich als allerletzte Frage. Das interessiert mich. Wie schätzt du TikTok ein im Vergleich auch zu Instagram? Wie businessrelevant ist es, weil du gerade noch mal so diesen Unterschied mit Stories, ich glaube, inzwischen gibt es auch Stories bei TikTok. Aber ja, wie schätzt du diese beiden Plattformen im Vergleich ein? TikTok schenkt momentan Reichweite. Und heutzutage ist Reichweite eine Währung. Das heißt, wann immer du kein Geld hast, kannst du Reichweite gegen Geld tauschen. Und das Schöne ist, die Reichweite verschwindet nicht. TikTok ist an dem Punkt, dass sie dich belohnt für guten Content mit Reichweite. Also es wäre absolut dumm, TikTok nicht zu verwenden. Punkt. Weil Meta ist an dem Punkt, da musst du für Reichweite bezahlen. Sie haben jetzt ein bisschen zurückgeschraubt, geben dir wieder die Möglichkeit, organisch Reichweite zu bekommen. Jedoch, jeder Unternehmer darf nicht auf TikTok schlafen. Ich hoffe, das war der richtige Spruch. TikTok schenkt Reichweite. Und es ist ein absoluter Blödsinn, geschenkte Reichweite nicht zu verwenden. Was man natürlich machen kann, ist, den Menschen von TikTok sagen, für mehr geh auf Instagram. Kein Problem. Das funktioniert. Instagram ist dann nur deine Website. Also heutzutage, wenn du in ein Restaurant gehst, guckst du nicht mehr auf die Webseite, du schaust auf das Instagram-Profil. Willst du zum Friseur? Schaust du dir an, wie sieht die Instagram-Seite aus? Du schaust nicht mehr, googelst es nicht mehr. Das heißt, jeder Unternehmer braucht einen Instagram-Account, auch wenn nur, um zu zeigen, das ist, was du bei uns bekommst, das ist unser Warum, diese Probleme lösen wir, dafür ist es wichtig. Es gibt auch noch YouTube und Pinterest, auf denen man auch nicht schlafen sollte, die extrem wichtig sind. Also, früher haben wir für Reichweite, für ein fucking Plakat haben wir 100.000 Mark bezahlt. Jetzt kriegen wir es geschenkt, also sollten wir alles nutzen, was es da draußen gibt. Sehr cool, Mia. Vielen lieben Dank, dass du heute hier warst. An euch wie immer die Bitte, den Podcast hier zu bewerten, fleißig zu teilen auf Social Media, damit da viel Reichweite generiert wird. Und ja, ich sage alles Gute und besten Dank. Perfekt, danke dir. Und für all diejenigen, die umsetzen, was ich vorhin erzählt habe, schreibt mir, weil ich weiß, dass es passieren wird und ich teile gerne Erfolge. Sehr cool. Dann ciao, ciao.